weiß nicht, ob ihr schon, ich weiß nicht, wie ihr geantwortet habt auf die Frage, ob ich eben diese Mission auch zeigen soll. Diese, oh, der liegt in seinem Rohr, wie ekelig. Und was haben wir denn da? Weh, der greift mich jetzt an. Ne, halt, wir haben mal was geskillt, dass es nicht passiert, ne? Jawollo. Ja, Erntebefehl, das wissen wir schon. Ich gehe gleich hoch. Ja, ich weiß leider immer noch nicht, ob ihr damit einverstanden seid, wenn ich solche Sachen überhaupt zeige. Oh, Geld nehme ich nicht gern, ist logisch. Das war wohl nicht ihr Hirn. Hör mal auf, mir ins Ohr zu schreien. Verkackter Vogel. Was haben wir jetzt davon? Also ich meine, wie komm ich da hoch? Wie soll ich da hochkommen? Aha. 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 Leute, ich bin so ein Kombinationsgenie. Es ist nicht mehr normal. Alle denken sich jetzt, oh mein Gott, wie hat er das gemacht? Sowas kann man als Mensch gar nicht wissen. Wow. Der ist bestimmt auch ein Alien, oder? Ähnliches. Hallo, Alien. Nein, ich will erst das hier unten gucken. Da steckt mein Pfeil. Ich nehme an, dass hier... Ist das hier mal seins gewesen? Ist das hier vielleicht doch all die Jahre er? Okay, das andere ist bestimmt da hinten. Wingsuit! Oh, yeah. Was ist, wenn ich jetzt einfach so auf den Boden falle? Ich meine, es sieht echt nicht schneller aus, oder? Wie wir hier am Fliegen sind. Wir testen es mal. Ah. Hopp, wir waren... Würde man bei sowas sterben? Wir waren echt nicht schnell und haben auch keine krasse Fallgeschwindigkeit gehabt. Also rein aus logischen Gründen, ja, ist es völlig überstrapaziert jetzt eben. Völlig überstrapaziert. Nee. Okay, dann machen wir es halt. Auf einmal können wir gar nicht so weit fliegen wie vorhin. Warum sind denn da jetzt Feinde? Hallo! Yippie-Jies! Ah. Nein. Flammenwerfer. Oh, Yippie. Ah. Nein, passt schon. Boah, easy. Ich glaube, der Kerl hat das gebastelt und der verarscht uns nur. Die hat das ausgeschissen. Die hat dem gegessen. Ja. Bring sie zu mir zurück. Zack, zack. Der hat eben zack zu mir gesagt. Der Lurch. Frecher Kerl. Ja, wir haben so viel Cash. Oh! Ach, über mir fliegt wieder einer. So, wo ist er denn, der Larry? Direkt wieder close, ne? Larry? Da ist er. Los geht's. Aber ich flieg nur auf Boden. Das ist der Trick bei der Sache. Du darfst nicht so arg steigen. Sonst geht's nicht. Ich habe übrigens noch nicht auf Leertaste gedrückt, um zu steigen. Das macht dem Heli alles von alleine. Oh, da ist noch ein Silo. Lass es mal kurz tanzen. Larrys Haus ist weg. Falls er da unten wohnt. Aber er wohnt nicht da unten. So, können Sie wieder hier angreifen, Frau? Ah, shit. Wow. Achtung, Mary Ann, steig lieber aus. Das könnte ins Auge... Treffer, sagt sie. Ach, weißt du was? Naja, warte mal kurz. Alter, ich bin so easy. Ich bin ein easy. Mit einem Basie. Und ich fliege davon. Ich glaube, ich brauche jetzt einfach mal den Andy. Ja. Ich bin raus, sie ist einfach tot. Andy, rette die mal. Kannst du die aufheben? Nee, kann er nicht. Andy, warte mal kurz. Ey, Leute, ich muss unbedingt mal Zeug herstellen, beziehungsweise... Ah ja, na also. Ah, hier. Und dann da. Also wirklich, hör schon. Okay. So, jetzt hat die dumme Kuh unseren Helikopter kaputt gemacht. Ich meine, ich saß ja nicht mehr drin, als er da reingecrashed ist. Müssen wir halt den Ding nehmen. Andrew, komm mit. Was ist denn da vorne auf einmal? Zerstöre das Schloss, damit, um die Kühe zu befreien. Ja, locker. Sammle drei Arten von Stierhoden. Ja, locker. Bitteschön. Yeah.
Oh, oh, Leute, Treffer, es gibt ID-Treffer. Nein, weg, es viel. Nein, Musik, geh weg! Musik! Nein, ich muss die Musik überstimmen. Never get that feeling. Und special healing, sexual, oh nein. Keine Musik, da ist keine Musik an. Nee, auf keinen Fall. Da vorne war noch dieses brennende Haus, da fahre ich jetzt hin. Scheinbar ist es da unten, nein. Musik, geh weg! Das ist 100% geschützt, zu 1 Milliarde % ist es nicht geschützt. Geh weg! Nur weil die Kühe jetzt Sexy Time machen. Nein. Ich suche mir einen besseren Winkel. Nein. Ah! Oh Gott! Musik, kannst du bitte weggehen? Fuck! Scheiße, ich hab das nie im Leben in Auftrag gegeben, diese Sprengung. Ja, sehr gut, Musik ist weg. Ich kann wieder leise sein, alles klar. Oh mein Gott. Kann trotzdem ein Treffer gewesen sein. Also ich weiß nicht, wie arg das, wie lange das am Stück laufen muss und wie laut es sein muss und sowas. Viele haben schon gesagt, man kann es, es muss eine gewisse Zeit laufen. Andere sagen, shit, man, bei mir, sehr gut sieht es aus. Bei mir kam direkt ein ID-Treffer innerhalb von einer Sekunde oder sowas. Plebonotiz, Grace ist schon da draußen und macht die Peggys, macht den Peggys die Hölle heiß. Sie hat eine Menge Kram in den Bunker und deren Haus versteckt. Wir müssen uns einen Weg finden. Okay, aber ist es jetzt hier unten dann direkt? Mach ich halt mal kurz zuerst, weil wir jetzt ja direkt close sind. Ach du Kacke. Weißt du was? Bitteschön. Oh oh. Mach mal den da. Ja, mach einfach mal den. Wie komme ich denn da jetzt rein? Kann ich nicht einfach aufs Dach gehen? Ha! Er hält sich nicht fest. Bist du... Ah, das ist... Das ist ein Whammen. Ah. So. Ja, ja, verbrennt. Ah, oh. Au. Ich bin ein Schleicherich. Ich esse gern Bienenstich. Nee, ich esse nicht gern Bienenstich. Es liegt gern Bienenstich. Ich nicht. Genau, ihr wife's is flight basil. When I get that feeling, was habe ich jetzt davon? Von dieser Position? Ich weiß gerade nicht genau. Ich brenne. Und verarzte mich direkt. Dumme Idee. Ach so, hier drauf und dann da hoch. Und ihr sagt mir wieder nichts, ne? Ein paar blaue Flecken diesmal, sehr gut. Da ist der Bonker. Wow, 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 wow. Ich sag bloß, der ist eben gelandet. Sollte das eine Anspielung sein auf diesen Mythos mit dem Wasserdingens, mit dem Boiler, der einfach durch die Decke fliegt. Grace, bist du da? Nein. Oh mein Gott, Grace war reich! Oha. Krass, wie viel Cash die hatte. Und hier ist bestimmt noch mehr. Okay. Cash, ja. Yeah. Und ein Ball. Und ein kaputtes Radio. Ah, super. Was haben wir denn hier? Ist das ein Abschiedsbrief? Eine Notiz in Schreibschrift. Grace. Wir haben Afghanistan zu einem Land gemacht, aus dem die Leute nicht mehr zurückkommen können. Du hast sämtliche Geschichten aus dem Krieg verschlungen, mit denen ich dich gefüttert habe. Ich hätte nicht gedacht, dass du in meine Fußstapfen trittst. Doch genau das hast du getan. Du hast mich sogar überflügelt. Du bist die bessere Schützin und die bessere Soldatin, die bessere Sportlerin und du hast auch die nötigen Medaillen, um das zu beweisen. Du musst im gleichen Krieg kämpfen, in dem ich auch war. Das hatte ich nie gewollt. Aber ich bin stolz auf dich, auch wenn ich dir das nie ins Gesicht sagen konnte. Ich bin wohl doch kein so tapferer Soldat, wie ich immer gedacht habe, Dad. Oh, ich bin zu Tränen gerührt. Man kann es, glaube ich, richtig hören in meiner Stimme. Sie crackelt ein bisschen. Aber naja, so ist es halt im Leben, ne? Jetzt müssen wir aber wieder raus, direkt. Andrew sagt bloß, ich hätte all diese verschissenen Jahre hier durchgehen können. Nee, hier war bestimmt dieser Boiler davor. Okay. Aber trotzdem bist du schuld, Andrew. Sag doch was. Warte mal. Hört ihr das auch? Gute Idee. Vielleicht können wir was davon brauchen. Andrew, warte mal. Ich glaube, der schickt nach Scheiße, Andrew. Andrew, Vorsicht! Ich habe etwas aufgedeckt. Andrew, ich weiß auch nicht, was das war. Eine Fehlzündung oder sowas. Shit, ey. Schrecklich, oder? Was hier für Landminen rumliegen, Andrew, wenn da ein Kind reingelaufen wäre. Ich weiß auch nicht.
Finde ich auch ziemlich dreist. Aber es ist ja gar kein Ding mehr. Wir müssen eh zum Larry. Larry, wir kommen. Ja. Ich will nämlich diese Waffe haben. Das ist so eine pulsatorende Automatron Kedem-Waffe. Kedem heißt die. Aus Macadamia. So. Larry, wie kann ich dir behilflich sein? Ich möchte jetzt endlich Aliens sehen, bitte. Oh Gott. Aliens? Aliens? Her mit den Proben. Gut gemacht. Anne wird begeistert sein. Apropos begeistert. Es ist vollbracht. Der dynamische Laserkondensator ist fertig. Ja. Jetzt wird's richtig lustig. Versteh mich nicht falsch. Das war alles toll. Es ist einfach an der Zeit, dass ich mich an ein neues Abenteuer mache. Etwas Ähnliches, aber mit genug Neuerungen, um den Preis zu rechtfertigen. Okay. Du weißt schon, was ich meine. Verstehen uns. Uns fehlt nur noch der Strom. Und ich brauche mehr, als das lokale Netz hergibt. Oh, und ich weiß, was du denkst. Aber einen Blitz einfangen scheidet aus. Das mache ich garantiert nicht nochmal. Okay, das Umspannwerk im Norden sollte genug Saft haben. Wir müssen nur den gesamten Strom direkt hierher umleiten. Das sollte dann für einen Versuch reichen. Ich gebe dir über Funk Anweisungen. Los, ab mit dir. Wir haben nur eine Chance, die Welt vor dem sicheren Ende zu retten. Okay, ich bin dabei. Wer kommt hier immer über uns geflogen? Wer ist das? Ist dieser Kackvogel? Ich glaube, ich kapiere nicht ganz. Ja, du sollst nicht in den Himmel gehen. Du sollst nicht in den Himmel gehen. Bitte stirb nicht. Der Andrew, soll ich mich jetzt... Soll ich mich jetzt umbringen? Okay, komm mit, Andrew. Ich erwarte dich im Helikopter. Let's go, Bray. Jetzt geh. Dann fahr mal los. Oh, Andrew, hoppala. Andrew, halt deine Gosch. Ständig laberst du irgendwas mit deinem Vater, Alter. Ständig labert du was mit deinem Vater. Mit deinem dicken Vater. Die Schaltkasse müsste in einer Hütte in der Nähe sein. Oh Gott! Andrew! Oh mein Gott. Also es ist schon so minimal verbuggt, aber es ist der edelste Wahnsinn hier. Also bis jetzt habe ich auch echt ultramäßigen Spaß mit dem Spiel. Boom. Hallo. Nö, nö. War der Einsatz noch nicht hoch genug für dich? Bist du blöd? Du bist doch schuld mit dem Alarm! Da sagt man nicht genug Strom! Ja. Ich hoffe, es kommt jetzt halt niemand her. Im Moment ist er ziemlich chillig. Du musst dich beeilen! Wo? Ich brauche ausreichend Energie, sonst werde ich. Da oben! Sag doch was, Andrew, du machst das, gell? Ich bin mal eben am Schisseln hier oben. Andrew, ich wurde entdeckt, bitte töte die. Andrew, die schießen, ich habe keine Lust mehr. Andrew! Bitte! Nichts da hinter mir, du sollst sie abknallen. Andrew, du kannst einfach gar nichts, Mann. Ich musste eine Nate werfen, um die zu zerfisten. Hallo? Ja, ich esse gerne mit den Händen, Andrew. Da hast du vollkommen recht. Okay, guck mal, Andrew, was ich jetzt hier mache. Aha. Dann vielleicht von hier. Andrew, wir haben ein Problem. Ah, Grappling Hook vielleicht? Grappling Hook irgendwo? Lass mich kurz... Andrew, wegen dir kann ich jetzt nicht direkt das machen, weil ich jetzt noch runterspringen musste, um mich zu verteidigen. Du alter Kacknuckler. Jetzt muss ich hier hin. Und Dohi. Und do never wieder Pippe. Zack. Andrew! Das war überhaupt, wenn du jetzt hier runtergehst. Bring ich dich um, Andrew, bitch. Yeah, Nach rechts. Sehr gut. Nicht einfach direkt wieder runterrutschen. So, bist jetzt zufrieden, Boy? Ja, der Strom wird umgeleitet. Komm vorbei, um mich zu verabschieden. Okay. Ich sollte später wohl nochmal Munition dafür gehen. Nein, gehen. Komm mit. Da geht bestimmt noch der Heli, oder? Du bist so direkt weg. Ah, was für ein ekliges Geräusch. Sorry, Andrew. Keine aber. Angst.
ein Experiment. Grauenhafte Stimmen. Klar, das passiert. Jemanden in ein Monster. Halb Mensch, halb Fliege verwandeln. Okay, aber töten? So gut wie nie. Aber töten? Nehme. Und schließen. Hallo. Ja. Bist du bereit? Ich war's, bis ich die Generatoren reparieren musste. Dank dir werden Anne und ich die Galaxis retten. Wer ist denn jetzt eigentlich Anne? Ich weiß, was du denkst. Ich würde dich auch gern mitnehmen, aber das ist zu gefährlich. Anne wollte mich und nur mich. Und wir dürfen diese Mission nicht gefährden. Aha. Fühl dich nicht ausgeschlossen. Sei stolz auf deinen Erfolg. Du hast unserem Ziel gut gedient. Ja. Für dich bleibt nur noch, dir die Früchte deiner grandiosen Mitarbeit anzusehen. Okay. Du musst nur noch für mich diesen Knopf da drücken. Auf dem Generator. Aber das war's dann. Okay. Jetzt bin ich wirklich sehr gespannt, was er da treibt. Ich denke, er grillt sich komplett. Oh. Ah, das klappt, jo. Ah, das klappt, jo. Da ist die Waffe, da ist die Waffe, da ist die Waffe. Nicht von dieser Welt. Ja. Leute, wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Was ist das? Ich nehme hier Boots und Missionsobjekt. Oh mein Gott, wie geil. Warte mal. Andrews, oh, wie er sich an den Sack fasst direkt. Mein Zachary. Oh, Leute, wie nice ist denn das? Warte mal. Ich will ein Auto damit wegstumpen oder so. Oder vielleicht Schotter? Geht nicht. Nee. Könnt ihr vielleicht ein Auto vorbeifahren? Oder. Ha. Na gut, die Awesomeness von diesem Teil werden wir schon noch früh genug nutzen können. Richtig crazy, dude. Wir können somit jetzt noch hier oben. Oh, da waren wir noch gar nicht in dem Bereich. Guck mal, hier ist noch alles. Da ist noch alles leer. Oh nein. Ja, schön. Wir porten uns hier hin. Hoppala. Ja. Und gehen dann hoch auf diesen Berg oder was das ist. Da waren wir noch überhaupt gar nicht. Es ist noch unentdeckt. Vielleicht finden wir da noch ein paar Alien-Technologien. Ich will so ganze Konvois mit dem Ding umschießen einfach. Ich hoffe, dass das geht und es nicht nur auf Menschen wirkt, aber es war irgendwas mit Magnet. Hans-Wurst-Generator. Nein. Musik aus. Jetzt musst du dir. Naja, ist in Ordnung. Ja! Huh! Money, ne, 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 ne. Cashy. Achso. Ne, bin erstmal zufrieden. Obwohl. Verlängerte 1911er goldener Raubvogel. Diese verlängerte Pistole 1911 ist durchschlagend, grell und auffällig. Perfekt für den aufmerksamen Millennium. In uns allen. Ja, nice. Hol ich ran. Boom. Was eine schöne Waffe. Oh. Ich merk's, der Millennial kommt in mir raus, Alter. Vorsicht. Schwagatron. Yolo Schwank. Okay, wir gehen jetzt hoch auf diesen Berg. Christenberg. Ja, ich weiß, wie man sich umsetzt mit C. Was? Nee, du machst wieder die verkackte Musik an. Geh bloß raus. Hör auf, Musik anzumachen. Was? Soldat! Das ist seine Elite, die Auserwählten. Geh mal weg. Ey, lass mich nicht einsteigen. Er rollt mich durch den Scheiß. So, was ist davon? Na also. Schade, Autos kann man nicht wegpusten. Das macht das Ganze ja schon ziemlich... Andrew! Was war denn das? Bin ich gegen dieses Fass gefahren? Nee! I can't believe it! Ach, Andrew, halt die Gosch, ich bin selbst am Verbrennen. Rette mich, schreit er. Ich lieg neben ihm und brenne. Meine Eier brutzeln gerade weg und er schreit, rette mich. Nee! Fucking ridiculous, dude. This is so Douglas, like Knuckles. Die Quote der schwer Übergewichtigen. Ich glaube, bin ich gerade ausgefahren, oder? Was labert er da? Oh, schade, jetzt Radio. Ich wollte eigentlich
Ich würde eigentlich diese Durchsage hören, das klang ziemlich lustig. Andrew? Ah, der rennt hinterher. Dummkopf. Ist schon Dummkopf. Das ist Apple Farm. Da hängt jemand. Ich kürze natürlich ab, versteht sich von er selbst, ne? Jetzt mal da hoch, drei bitte. Ach, komm. So, was haben Sie denn so für mich zu tun, Monsieur? Ich glaube, wir könnten uns gegenseitig helfen. Aha. Ich weiß, wer du bist, Deputy. Und ich weiß, was du hier machst. Ich bin Special Agent Willis Huntley. Unser Häuptling lässt Eden's Gate schon eine Weile überwachen. Ich wurde von oberster Stelle geschickt, um mich darum zu kümmern. Leider sagen die präpubertären Eierköpfe in Langley, dass wir in einer Sharing Economy leben. Bevor wir dir helfen können, musst du etwas für uns tun. Aha. Es ist wie in einem guten türkischen Dampfbad. Eine Hand wischt die andere. Ja, ja. Steig ins Auto, dann erkläre ich es dir. Oh, du machst aber Musik an, du Pisser. Ich fahr. Bitte mach keine Musik. Oh mein Gott. Ja. Sitze tauschen. Ich war im Urlaub und wollte alle Staaten in aufsteigender Reihenfolge ihres Patriotismus besuchen, als der Anruf kam. Der Anruf. Okay. Der große Mann persönlich hat mich auf eine Spezialmission geschickt. Herr im Himmel. Schon vom Erzählen kriege ich einen alten Ständer, wenn du verzeihst. Ich muss ein Band sichern, das ihn, wenn es veröffentlicht würde, schlecht dastehen ließ. Ich habe es hierher verfolgt. Zu einem Mitglied aus Josephs glücklicher Familie. Er hat es hier irgendwo versteckt. Und da kommst du ins Spiel. Unseren Mann herauslocken. Dann kannst du ihn zu seinem Versteck verfolgen und dir dieses Band besorgen. Wenn du das für dein Land tust, dann wird dein Land dein kleines Sektenproblem für dich lösen. Okay, können wir machen. Wir sind da. Folge mir. Jawollo. Den Rest gehst du zu Fuß. Wie, ich soll dir folgen und dann gehe ich den Rest zu Fuß? Also allein oder mit dir? Scheinbar mit dir, ne? Ich kann dich auch ein bisschen hochpusten. Das klingt so geil, das Teil. Können wir nicht in die Hand nehmen. So ein AR-15 fickt ein Gebäude schneller leer als ein Hippie, der ein Jahr nicht geduscht hat. Ah. Ah, hier. Drücke vor. Soll ich hier durch, oder? Ich brauche Zugriff auf die Ausrüstung in diesem Turm. Beseitige diese ganzen Weltuntergangs-Hippies für mich. Okay. Ich habe jetzt nämlich wieder die Sneaky-Biggy-Tante mit, weil die hat wenigstens, ja... Wie ich es eben schon gesagt habe, Sneaky-Biggy-Aktionen am Start. So. Lass mich wissen, wenn du mich brauchst. Ich komme, sobald ich kann. Schön leise. Ich rücke vor. Die ist so böse. Ich komme, sobald ich kann. Ich würde es lieber sehen, wenn hier die richtige Klasse sehen würde. Du machst den da oben down, ne? Zu Danke. Leicht. Hat gerade eben eigentlich nochmal dieser Kerl gelabert? Das klang so wie der Auftraggeber, der hier über das ganze Gebiet schreit. Unterwegs. Da ist noch einer, holt ihr den mal. Das wird eine Überraschung. Der macht Liegestütze, der eine. Achtung. Nee, nee, warte. Geh dahin, das wird mein Double Kill. So. Ach komm. Ich hab's nicht richtig gedrückt. Ich muss scheinbar Linksklick machen. Damit das gescheit geht. Stellungswechsel. Jawolle, Brollo. Prepper-Notiz. Mr. Strickland, alles ist aufgebaut. Wenn die Sekte ihre Farben angreift, sagen sie Bescheid und ich nehme die Seilrutsche ganz bis runter zum Versteck und helfe ihnen aus. Wir müssen einander den Rücken frei halten. Das machen wir jetzt nicht direkt. Naja. Wir sind nämlich total gute Spielerische. So. Oh, schade. Schade. Rauchgranate, die haben wir noch nie benutzt, die Dinger. Achtung, Rauchgranate. Wow. Oh, oh. So, da ist er ja schon. Achtung, Genosse, das Bett ist nass. Ich wiederhole, das Bett ist nass. Wer ist da? Woher hast du diese Frequenz? Keine Zeit für Erklärungen. Euer Bunker ist aufgeflogen. Ihr müsst schnell da raus. Verdammt, ich bin bei Beuthaus. Schicke mir einen Hubschrauber, ich kümmere mich darum. Ihm nach, Deputy.
Folge dem Helikopter zu Boyds Haus. Lass das Ziel einsteigen. Dann gelangst du an den richtigen Ort. Vergiss nicht, so ironisch das auch klingen mag, du sollst niemanden töten, nur überwachen. Greife das Ziel nicht an, außer du erhältst den Befehl. Da ist der Helikopter ja. Wenn du einen Wingsuit hast, kannst du vom Turm springen und ihm folgen. Wenn nicht, gibt es da ein ATV, das du benutzen kannst. Und jetzt los! Okay, ich hoffe, der fliegt auch ein bisschen nach unten jetzt gleich. Sonst habe ich echt Probleme. Ja, mach ich ja. Nur muss der halt auch schnell fliegen, oder? Der Sack. Der Helikopter entkommt, was? Laber, kein Case. Oh, Schiss, ich muss ein bisschen... Nee, es passt. Läuft, haben wir im Griff. Ein Puma-Ort entdeckt, ja, schön. Weil es ja wie im Puma-Käfig stinkt, oder wie? Aha, oh oh. So werde ich doch entdeckt. Okay, lass unseren Mann in den Helikopter. Nein! Nicht vergessen, wir müssen doch erfahren, wo ihr das Tape versteckt. Na, ich hab's versaut jetzt. Mit einem Knüppel kann jemanden kalt machen. Spionage ist es, was uns vom Tier unterscheidet. Oh, mistiger Mist. Das war jetzt echt blöd. Ich denke, jetzt dann kommt er erstmal, weil ich auch nicht mehr... Sag bloß, der kommt jetzt einfach hierher. Wäre natürlich echt chillig, wenn er jetzt einfach wieder landet. Ein Nachricht von Joseph. Von dem Joseph? Als deine Frau und dein Kind diese Erde verlassen haben, hatten wir Angst um dein Leben. Wir fürchteten, du hättest dich der Schwäche hingegeben, aber das hast du nicht. Du wurdest zum Jäger, nicht zum Gejagten. Du hast den Sünden entsagt und du hast dem Bösen entsagt, das dein Leben zerstörte. Wir haben unsere Hände auf dich gelegt und gemeinsam deine Sünden von dir genommen. Wir haben sie aus deiner Brust geschnitten. Wie jedes andere unserer Mitglieder hast du deine Sünden aufgegeben. Ach ja, es wurde auch noch gefragt, was der da letztens mit diesem einen gemacht hat, mit dem Rye. Er hat ihm diese Sünde auftätowiert, auf seine Brust, glaube ich, und dann das Stück Fleisch rausgeschnitten. Davon hat er öfter mal gelabert, der John, dass er das macht, um eben... Ja, genau, das wird es eben vollbringen. Okay, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Weil ich jetzt keinen Wingsuit am Start habe, beziehungsweise keinen... Ja, ich kann nicht tief genug fallen. Die Mission ist wahrscheinlich gleich gescheitert. Ich hoffe, wir können sie direkt wieder von vorne anfangen. Ja, sehr gut. Es war halt ein Fail, dass der mich gesehen hat. Ich hätte viel, viel früher den Fallschirm ziehen sollen, aber ich wusste nicht, dass der da jetzt direkt landet. Und ab dem Moment, wo ich dann nicht mehr im Wingsuit bin... Nicht vergessen. Wir müssen noch erfahren, wo ihr das Tape versteckt. Müssen wir jetzt weiter? Idiot mit einem Knüppel kann jemanden es geht echt noch weiter, okay. Spionage ist es, was uns vom Tier unterscheidet. Ja, okay. Dann hole ich hier wieder alles mit und fahr halt dann. Schnell. Ich fahre mit dem ATV, das ist, glaube ich, besser. Ja, der kommt schon, ich komm. Ich krieg was ab! Ja, was? Du kriegst was ab? Gott, ich bin zu langsam, immer noch. Schneller. Komm schon. Wir kommen näher. Aha. Das hat ihn wieder eingeholt. Und zwar richtig. Oh. Ist aus Kremlland geflüchtet und hat sich in die USA geschummelt. Dann hat ihn Joseph aufgelesen und ihm eine Zuflucht geboten. Ich lasse nicht zu, dass dieser Kumbaya-Barträger dem Big Boss gefährlich wird. Oh no. Ah, lächerlich. Ja, der Helikopter kommt. Ich weiß. Muss ich jetzt echt voll durchfahren? Ich brauche nur umzufallen, der ist weg. Das wird schon. Oh, ja. Straße, sehr schön. Okay, Deputy. Jetzt ist es doch Zeit für den Knüppel. Verdünnisier dich nach der Landung. Wir suchen nach einer Kopie. Wahrscheinlich ein VHS-Tape. Ich bin auf dem Weg zu dir. Halt es für mich bereit. Alles klar. Da bin ich dabei. Warum bin ich jetzt nach hinten ausgestiegen? Ich weiß es nicht. So, da ist der VIP gewesen. Ich rücke vor. Okay, dann gibt der Frau da mal. Leise. Ja, ich schnetzel den Kerl. Er telefoniert. Oh, er guckt zu mir.
Ich hatte ja alles umgedreht. Hallo? Eben wär's wieder gegangen mit Rechtsklick, ich raff's nicht. Mal links, mal rechts. Au. Oh, oh, hallo. Keiner da. Hast du den gekillt, den Kerl? Ich glaube, sie hat den gekillt. Ja, sieht gut aus, alle down. Okay. Tash Rot für den Kerl, die haben mir jetzt schon ein paar Mal das Leben gekostet, die Jungs. Achso, ja, ich soll jetzt nach dem Versteck suchen. Wahrscheinlich ist hier irgendwo wieder so ein Bunker. Da drin. Ja, da ist er. Ah, das sind dann doch insgesamt ziemlich einfallslos, oder? Das ist jetzt immer wieder so ein Bunker, den wir da finden. So. Und da haben wir es schon. Nein, da haben wir es schon. Kompromat, Dimitri. Du hast die einzige noch existierende Kopie des Bandes, die es auf der Welt gibt. Wir verstecken dich mitten in der Höhle des Löwen in Amerika. Im Nordwesten haben wir eine kleine Gruppe religiöser Extremisten gefunden. Sie sind bewaffnet, aber nicht allzu sehr. Das sollte die perfekte Tarnung sein, um diesen CIA-Attentäter abzuschütteln, der hinter dir her ist. Verhalte dich ruhig, bis wir wieder Kontakt aufnehmen. G. Voronina. Wodka Watch. Hello. Is it me you're looking for? Okay, wir sind schon gefüllt. So, ist der Willis jetzt schon da? Ich hatte nämlich dein Tape am Start. Davon ist er ja. Hey, Billis. Hallo. Nein, Sir. Ich freue mich, verdenken zu können, dass ich das Band habe. Wie war das? Ist das Ihr Ernst, Sir? Chief of Staff. Oh. Ich bin in 12 Stunden da. Verzeih mir. Ich habe jetzt ein heißeres Eisen im Feuer. Und der kleine Vollbartaufstand hier ist unter meiner Besoldungsstelle. Früher hieß es ja mal, ein Deal ist ein Deal, aber wir leben jetzt in einem neuen Amerika. Ich weiß, du hättest gern eine Gegenleistung, aber so ist das halt. Das erinnert mich an etwas, was meine Großmutter zu sagen pflegte. Wünsch dir was in die eine Hand und scheiß dir in die andere. Mal sehen, welche zuerst voll ist. Ach, ich vermisse sie. Wir sehen uns dann. Ach, das ist jetzt echt blöd, ne? Schade, ne? Echt schade, Bro. Wirklich dumm gelaufen. Es klang so gut mit deinem neuen Job. Schade, ne? Echt schade. Gut, dann gehen wir mal weiter, nicht wahr? Okay, Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao, ciao.